Hallo Leute und willkommen zurück zu Shadow Special Part. Ich muss mich wirklich entschuldigen, also ja, ich zeige es euch noch mal kurz wegen dieser Errungenschaft hier Diet. Ich habe ja und da geht auch schon wieder mein schlechtes Englisch spielt da auch schon wieder eine Rolle mit. Sorry, jetzt ein bisschen hier. Mein schlechtes Englisch hat da auch wieder eine Rolle mitgespielt. Ich habe die ganze Zeit gelesen hier. Nur mit Greedies. Aber ich habe jetzt mal halt zwischen den beiden Parts mal geguckt. Im Internet. Und das mal von Google übersetzen lassen. Da steht, dass man diesen Level schaffen muss, ohne die Greedy-Begleiter einzusetzen. Ja, dann sollte das ja machbar sein. Also ich habe mir auch schon wirklich mal überlegt, ey, wie man das schaffen soll. Nur mit Greedies, also das geht ja gar nicht. Vor allem die teuersten Companions, die es gibt, ne? Und da wir ja eigentlich schon Greedy Level hatten. So, ja, dann versuchen wir das doch mal. Jetzt müssen wir bloß dran denken, dass wir alles bauen können bis auf Greedies. So. Hier bauen wir unsere Standardverteidigung hier wieder auf, wenn er mal setzt. So. So. Die rüsten wir auch schon mal gleich auf 2 auf. Stellen wir hier gleich nochmal 2 davon hin. So. Und rüsten die schon mal so weit auf. So. Ja, das sollte man immer darauf achten, dass man die am besten wirklich vorher aufrüstet, bevor man diesen Fontänenzauber benutzt. Ja, aber dann sollte es wirklich machbar sein. Wenn das wirklich daran liegt. So, Anda, sieh zu. Jetzt passt der, jetzt passt der natürlich wieder nicht hin. Was wäre es jetzt da gewesen? Trotzdem heilen wir die mal. Ja, da müssen wir natürlich dran denken, dass wir die dass wir alles bauen können, bis auf die Greedies. Obwohl ja eigentlich in den Level die Greedies ja doch schon ziemlich, ja, eigentlich doch schon was gebracht haben, ne? So. Da müssen wir die jetzt auch erstmal nochmal auf 3 auf. So. Am besten hier nochmal einen zweiten Dock bauen. Der auch den anderen Dock reinkriegt. Hier. Jo. Dann baue ich auch gleich, denke ich mal, erstmal wieder den Maul. Na, damit wir wieder schnellstmöglich an Pieße kommen. Ja, aber, weiß nicht, hatte ich das eben gerade schon gesagt? Ja, normalerweise hatten wir ja schon ein Level mit Dingens gehabt.
mit Greedies. Also wäre ja dann eigentlich auch so ein bisschen blöde, wenn es halt wirklich Level, also nochmal ein Level gibt, wo halt die Greedies, ja, wegen diesen hier, der hätten eigentlich schon die Greedies doch schon ziemlich gut geholfen, ne? Damit sie mal so ein bisschen hier die Panzerung verlieren. Jo. So, dann haben wir die unteren vier Stück schon mal auf vier, auf drei. Das sollte doch eigentlich klappen. So, die hier oben haben wir jetzt auch. Ja, jetzt muss ich natürlich auch dran denken wegen den Bomben nachher. Also heißt, ich sollte auch ziemlich weit vorne ein bisschen was aufbauen, damit die Bomben schon mal sehr beschädigt werden. Damit sie uns nicht gleich die ganzen Türme weghauen. Na? So. Ja. So. Würde ich sagen, da hinten auch noch einen aufbauen. Ja. Ja, da stimmt. Da müsste eigentlich die Straße sein. Na, ist natürlich nicht. Ist nämlich genau hier. So. Ja. Den Block hier wieder aufbauen. So. Ja. Hier vorne noch irgendwas abgefangen? Nein. Jo. Ich würde mal sagen, da bauen wir auch nochmal ein. Ja, das war mir sowas von klar. Dass genau meine Tür immer reinhaut. Ja, aber das dürfte eigentlich klappen so. Der sah jetzt aber nicht aus, als wäre er auf 3. So, da auch nochmal einen hin am besten. Und hier am Anfang vielleicht auch nochmal einen zweiten Dock. Na komm. Ja, wegen diesen Bomben meinte ich ja. Halt, ne? Mistvieh. Ja. Dass die Bomben ja halt schon mal ziemlich beschädigt werden. Bevor sie hier hinkommen. Ich werde jetzt natürlich trotzdem Pech haben. Die explodieren genau vor meiner Haustür sozusagen. Nein! So viel dazu. Alter, nein! Und was für eine Reichweite die hatten, ey. Ja, ich glaube, das war's. Ich kann ja hier auch schon nichts mehr bauen. Nein, ey. Und das alles nur wegen diesen bekloppten Bomben, ey.
nein. Super, schönen Schrank auch. Gerade jetzt. Na komm schon. Ich höre schon die dicken Viecher, die kommen auch schon wieder. Und sie kommen natürlich genau dort lang, wo ich meine Panzer nicht stehen habe. Ah, Mann. Nee, da frage ich mich aber, wieso hat dieser Protection-Zauber jetzt nicht gewirkt? Ja, wieder dasselbe Spielchen, die Bombe. So richtig schön. Vor meiner Haustür explodiert. Dinge. Oh Mann. Ja, ist doch nicht so leicht hier ohne den Greedy. Na komm schon. Wir kommen durch, ja, das war's. Ne. Restart the fight. Mann, so schön gelaufen am Anfang und jetzt. Ne, ich hätte die Puncher nicht aufbauen dürfen am Anfang. Ich hätte die Puncher nicht am Anfang aufbauen, also hier hinten aufbauen dürfen. Weil die haben ja die Bomben auch noch so ein bisschen verzögert. Oh Mann. Ach ja. Na, 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 na. Ja, diesmal vergesse ich den Mol aber nicht.
ich hab dich gehört. Wart ab. Na komm schon. Ja. Ach ja. Jo. Nee, anders. Ja. Ja. Die vier Puncher da sollten eigentlich auch am Anfang reichen. Ich muss die Bomben halt bloß früher abfangen, das ist die Sache. Ja, mal schauen, wie es läuft. Jetzt bin ich ja so ein kleines bisschen schlauer. Jo. Ah, zwei Turm da weggehauen. Aber keine Bunche aufbauen, auf jeden Fall. Naja. So, dafür reicht es auch schon mal. Wir müssen hier dann auch nochmal so einen zweiten aufbauen. Ja, schon einen zweiten Dock. Wollte ich schon sagen. Jo, aber keine Puncher da oben aufbauen. Damit die Bomben nicht aufgehalten werden in dem Sinne. Jo, kommt der da noch dran oder nicht? Ich glaube nicht mehr, ne?
Dann bauen wir sie doch lieber hier hinten auf. Ja, ja, schon klar. So. Den da denn noch aufbauen am besten. Bis da vorne können sie auch ruhig hinkommen, die Bomben. Schon sagt, ey, mach den da weg, ey. Sogar die drei reichen nicht aus, ey. Ist auch heftig. So. Da noch hin am besten. Ja, aber diesmal sieht es ein bisschen besser aus, würde ich mal sagen. Bis da auch noch mal ein hin. Na komm. So. Ach ja. Ist schon heftig, ey. Wegen diesen Bomben. Oh Mann. Na komm schon. Jo. Ja, mal gut, dass ich so ein bisschen Shadow Piece aufgehoben hatte. Tja. Oh Mann. Da. Ah, prinzipiell ist ja eigentlich in Ordnung, so wie ich das jetzt hier aufgebaut habe. Ja, ja, kreischst du dir da ein zurecht. Naja, aber dürfte
hätten wir eigentlich geschafft haben. Na, mal schauen. Ob das wirklich stimmt, dass man wirklich keine Greedies, nur wegen den, dass man hier keine Greedies aufbauen darf. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch die irgendwie klein kriegen, ne? Aber bis jetzt sieht es ja noch gut aus. Ist ja bis jetzt noch keiner durchgekommen. Naja, mal schauen. Ach ja. Der erste schon mal weg. Und peng. Nee, noch nicht ganz. Jetzt aber. So, wie sieht's jetzt aus? Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Ja, wieder den ganzen Part nur an dieser Errungenschaft jetzt gesessen, aber. Naja. Ja. Also, Leute. Um diese Errungenschaft zu kriegen, dürft ihr keine Greedies aufbauen. Ja. So wie dazu. Naja, okay. Ja, Leute. Das war ja schon heftig bis hierhin. Jetzt nur noch einen einzigen. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch jetzt dadurch wieder ein bisschen helfen. Also, ja, müsst ihr euch merken, wenn ihr diesen Errungenschaft da jetzt schaffen wollt, dürft ihr keine Greedies aufbauen. Am besten ihr macht das schon im ersten Durchlauf, bevor ihr das Level anfangt. Also das erste Mal dieses Level spielt. Na, da habt ihr das ja auch ein bisschen leichter. Also baut keine Greedies. Naja, dann kriegt ihr diese Errungenschaft nämlich auch. Da bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.